Exkurs: Einblick in die Welt der Wissenschaft. Eine Veranstaltungsreihe der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Sie hören den Vortrag Riesenteleskope und Einsteins größte Eselei von der Ausdehnung des Universums von Professor Jochen Liske. Gehalten am 14. Juni 2017 im Wissenschaftszentrum Bonn. Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Es ist wirklich schön, mal wieder in Bonn zu sein. Ich bin ganz überrascht, dass so viele Menschen hier sind bei dem schönen Wetter. Haben Sie nichts Besseres zu tun? Also, so schön. Ja, das muss ich auch noch anstellen hier. Heute geht es also um ein bisschen um Kosmologie und das große Ganze im Universum. Holen wir uns mal zu Hause ab sozusagen. Da. So sieht natürlich die Milchstraße aus. Das ist hoffentlich ein halbwegs bekannter Anblick für die meisten von Ihnen. So sieht die Milchstraße aus aus in Südamerika, in Chile vom Paranal-Observatorium. Sie sehen hier noch so im Schatten gegen die Milchstraße einige Teleskope stehen. Das ist das Paranal-Observatorium in der Atacama-Wüste in Chile. Und so sieht die Milchstraße aus, oder das ist unsere Heimatgalaxie. Das ist also eine große Ansammlung von einigen 100 Milliarden Sternen, in der wir mit unserer Sonne und unserem Sonnensystem leben. Könnte man die Milchstraße von außen betrachten, dann sähe sie ungefähr so aus. Es ist eine Spiralgalaxie, es ist eine abgeflachte Galaxie, deswegen sehen wir es, weil wir drinnen leben, sehen wir es am Himmel als einen Streifen. Und wir leben halt hier in einem so einen unbedeutenden Nebenarm. Die Milchstraße ist wirklich groß. Solche Galaxien sind wirklich haben gigantische Ausmaße, so größenordnungsmäßig etwa 100.000 Lichtjahre im Durchmesser. Und wie gesagt, wir hier mit der Sonne leben hier einige 10.000 Lichtjahre vom Zentrum der Milchstraße entfernt. Das ist natürlich nur ein Bild. Wir können natürlich die Milchstraße nicht von außen sehen, weil wir ja drinnen leben. Das ist das, was wir heute wissen. Aber ich will jetzt mal einen kleinen historischen Rückblick wagen. Anfang des 20. Jahrhunderts war man der Meinung, dass die Milchstraße erstens noch sehr viel kleiner ist, etwa nur 30.000 Lichtjahre im Durchmesser. Und vor allem war man der Meinung, dass man mit der Sonne etwa im Zentrum der Milchstraße sitzt. Und vor allem war man der Meinung, dass die Milchstraße gleichzusetzen sei mit dem ganzen Universum. Was man damals dachte, war eben, dass die Milchstraße alles ist, was es gibt. Das gesamte Universum beherbergt. Das kam dann aber Anfang der 20er Jahre am Anfang des 20. Jahrhunderts so ein bisschen in Verruf. Es kamen neue Daten hinzu, neue Beobachtungen, die nahelegten, dass die Milchstraße womöglich doch sehr viel größer ist. Und vor allem ging es auch darum, man sah diese anderen Spiralnebel am Himmel und es ging um die große Frage, ob diese Spiralnebel eigentlich Objekte innerhalb unserer Milchstraße waren oder ob sie womöglich Galaxien, so wie unsere Milchstraße, außerhalb der Milchstraße waren. Also die berühmten Welteninseln, von denen Kant schon gesprochen hatte. Und dazu gab es 1920 ein berühmtes Kapitel in der Astronomiegeschichte. 1920 trafen sich diese beiden Herren, nicht nur die beiden, noch eine ganze Menge andere, im Smithsonian in Washington in den USA und hatten The Great Debate, die große Debatte 1920 und zwischen Harlow Shapley und Heber Curtis. Und die vertraten jeweils andere Auffassungen darüber, wie groß denn die Milchstraße sei, wo die Sonne in der Milchstraße sei und eben auch darüber, was denn diese anderen Spiralnebel waren, ob sie denn eben Teil, wie weit die entfernt waren von uns, ob sie eben Teil der Milchstraße seien oder ob sie eben sehr viel weiter weg lagen. So richtig kam man damals nicht zu einer Conclusio, die beiden haben ihre Argumente ausgetauscht, aber keiner hat den anderen so richtig überzeugt oder auch beziehungsweise die beiden Lager, die andere Astronomen, die diesen gleichen Meinungen anhingen, hat keiner so richtig den anderen überzeugt. Das alles änderte sich erst. Ein Grund, warum das so schwierig war damals. Hier ist eine Aufnahme von, ich glaube, 1899 von dem Andromeda-Nebel. Aber heute wissen wir, es ist eine Galaxie. Und das ist die uns am nächsten gelegene große Galaxie.
Das wusste man damals natürlich noch nicht, aber heute wissen wir das. Und der Grund, warum das so schwierig war, eben damals zu entscheiden, was denn das sein soll, das war quasi alle Informationen, die man hatte. Und man sieht halt nur diese Nebulosität hier, aber man kann eben, konnte damals eben nicht einzelne Sterne auflösen, diese Nebulosität nicht in einzelne Sterne auflösen. Es war einfach dieser verschmierte Blob am Himmel. Und zu entscheiden, ob das jetzt eben noch innerhalb der Milchstraße oder außerhalb der Milchstraße ist, war eben damals mit den damals gegebenen Daten nicht wirklich möglich. Heute kann man solche Bilder machen. Das ist genau die gleiche Galaxie, ungefähr der gleiche Bildausschnitt, ein Aufschnitt vom, eine Kombination aus Daten von diversen Weltraumteleskopen, vom Hubble-Weltraumteleskopen und dem Galax, einem UV-Teleskop. Also wenn man sich sowas anguckt, dann sieht man sofort, aha, ist eine Galaxie, aber eben früher war das eben mit solchen Daten war das eben noch nicht zu machen. Das Ganze änderte sich, als dieser Mann anfing zu arbeiten am Mount Wilson. Das ist Edwin Hubble, einer der berühmtesten Astronomen der Geschichte. Und der hatte damals ein tolles neues Spielzeug zur Verfügung, das Hooker 100 Zoll, 2,5 Meter. Das war eines der größten Teleskope zu seiner Zeit. Und das hat er zu sehr gewinnbringend eingesetzt. Insbesondere hat er die Andromeda-Galaxie auflösen können in einzelne Sterne und vor allem hat er eine ganz bestimmte Art von Stern finden können, und zwar einen sogenannten Cepheiden, das sind veränderliche Sterne. Diese Sterne pulsieren ein wenig und sie verändern damit ihre Helligkeit. Und diese Veränderung ist ganz periodisch. Dauert so ein paar, alle paar Tage werden die ein bisschen heller und ein bisschen dunkler. Und hier so eine ganz periodische Veränderung der Helligkeit. Und der springende Punkt ist, mit diesen Cepheiden, das war schon früher erkannt worden von den Cepheiden, die eben in der Milchstraße liegen, war von Henrietta Sloane-Levitt erkannt worden, dass es einen herrlichen Zusammenhang gibt zwischen der Periode, also der Frequenz, mit der diese Cepheiden oszillieren, und ihrer intrinsischen Helligkeit. Das heißt, wenn ich ihre Periode kenne, die ich ja leicht beobachten kann, ich brauche immer nur alle, einmal pro Nacht sozusagen ein Bild davon aufzunehmen, die Helligkeit zu messen, dann kann ich so ein Diagramm erstellen und kann die Periode hier messen, dann kenne ich die intrinsische Helligkeit dieses Sterns. Warum, was nutzt mir das? Naja, wenn ich die intrinsische Helligkeit kenne und ich kenne die scheinbare Helligkeit, dann weiß ich, kenne ich die Entfernung. Entfernungsmessung in der Astronomie ist eine der großen Schwierigkeiten. Ich sehe einem Stern einfach nicht an, ist der intrinsisch sehr leuchtschwach und nah dran, oder ist es ein sehr leuchtkräftiger Stern, der weit weg ist? Das kann ich so ohne weiteres, indem ich den Stern einfach nur angucke, nicht unterscheiden. Aber mit diesen Cepheiden war es dann möglich, eine Entfernung zu messen. Und eben, das war eben der Witz, die Leistung von Hubble, dass er eben diese Cepheiden im Andromedanebel gefunden hat und so eben die Entfernung zum Andromedanebel messen konnte. Und die Entfernung, die rauskam, war, lass mich nicht lügen, ich glaube 2 Millionen Lichtjahre. Also es war weit, weit außerhalb der, selbst der größten Schätzung der, von der Größe der Milchstraße. Also definitiv außerhalb der Milchstraße. Damit war mit einem Schlag klar, dass diese Spiralnebeln sowie der Andromedanebel eigenständige Galaxien sind. Damit war mit einem Schlag klar, dass das Universum viel größer war, als man vorher glaubte. Genau, dass das Universum also viel, viel größer war, als man glaubt. Also mit einem Schlag hat Hubble es geschafft, das Universum mal eben um einen Faktor 20 größer zu machen und noch mehr. Das war also ein Riesendurchbruch. Genau, das ist die Idee hier eben mit diesen sogenannten Standardkerzen. Wenn ich also eine intrinsische Helligkeit kenne und ich kann die scheinbare Helligkeit messen, dann kenne ich eben den Abstand. Ne? Wenn Sie wissen, dass Sie eine Glühbirne mit 50 Watt haben, und Sie sehen, Sie empfangen halt so und so viel Licht von dieser Glühbirne, dann können Sie halt den Abstand messen. Wenn Sie eine Glühbirne haben und Sie wissen nicht, welche Wattzahl die hat, ob sie jetzt 50 oder 20 Watt hat, dann kennen Sie auch den Abstand nicht. Genau, damit war also diese Geschichte ausgestanden von Hubble. Zur gleichen Zeit war dieser Herr hier aktiv, der Ihnen wahrscheinlich allen bekannt ist, Albert Einstein. Der hat im Jahr 1917, um genau zu sein, am 25. November, dem Geburtstag meiner Frau, also nicht 1917, aber hat der dieses Paper hier vorgestellt bei der Preußischen Akademie der Wissenschaften, da oben steht es, 25. November. Und das war die erste Veröffentlichung, die
die korrekte und vollständige Form der allgemeinen Relativitätstheorie beinhaltete. Also hier wurden zum ersten Mal die Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie veröffentlicht. Und diese Gleichung, das war wie gesagt 1915 war es natürlich. 2015 hatten wir dann hier das Centennial, war eine große Aufregung, wurde allseits gefeiert. Dieses Ding ist ein bisschen lahm. So sehen die Gleichungen der allgemeinen Relativitätstheorie aus. Man sagt ja, man sollte so keine Gleichungen in Vorträge halten, dass dann alle Leute laufen gehen. Aber ich dachte, naja, in diesem Format geht's vielleicht. Ich weiß auch nicht, wer das gemacht hat. Das ist übrigens irgendwo im Hochland von Bolivien. Wer in Bolivien auf die Idee gekommen ist, auf einen alten Zug die Feldgleichung der allgemeinen Relativitätstheorie aufzuschreiben, ist mir auch ein Rätsel, aber es ist ein schönes Foto. Was Einstein natürlich, nachdem er diese Gleichung aufgestellt hatte, dann ziemlich schnell gemacht hat, ist sich zu überlegen, naja, das Universum als Ganzes, die Kraft, die das Universum bestimmt auf großen Skalen, ist ja die Gravitation. Nicht? Also elektromagnetische Kraft, geschweige denn die atomaren Kräfte, von denen man damals sowieso noch nichts wusste, spielen auf diesen großen Skalen überhaupt keine Rolle, die Kernkräfte. Sterne sind in der Regel auch nicht elektrisch geladen, also das Einzige, was zählt, ist die Gravitation. Und die allgemeine Relativitätstheorie ist ja eine Theorie der Gravitation vor allem. Und dann hat er sich gedacht, naja, ich habe hier eine tolle Gravitationstheorie, wenden wir sie doch mal auf das Universum an. Und das hat er dann auch getan. Und das war, wie gesagt, 1915, also bevor der Arbeit von Hubble, bevor Hubble herausgefunden hatte, dass Andromeda außerhalb der Milchstraße liegt. Also als er das tat, als er seine Gleichung auf das Universum anwandte, war er noch der Meinung, so war der wissenschaftliche Konsens damals, dass eben die Milchstraße alles war, was es gab im Universum. Das Problem war dann, als er dann seine Gleichungen auf das Universum angewandt hat, bekam er Lösungen seiner Gleichungen, die vorhersagten, dass das Universum nicht statisch ist, sondern ein dynamisches Gebilde, das sich nämlich entweder ausdehnt oder zusammenzieht. Das hat ihn in eine schwere Krise gestürzt, denn das war ja offenbar nicht so. Das Universum war ein statisches Gebilde, die Milchstraße dehnt sich ja nicht aus es gab also keine Anhaltspunkte dafür, dass das Universum tatsächlich sich irgendwie ausdehnen würde. Das stürzte ihn in eine schwere Krise, denn letztendlich musste er daraus folgern, dass seine Gleichung nicht ganz richtig war, dass irgendwas mit dieser Gleichung nicht stimmte, denn sie beschrieb das Universum nicht korrekt. Daraufhin hat er seine Gleichung geändert. Er hat einen Term hinzugefügt. Diesen Term, was das genau bedeutet, spielt keine Rolle, aber er hat seine Gleichung abgeändert. Er hat diese sogenannte kosmologische Konstante Lambda hinzugefügt. Denn mit dieser kosmologischen Konstante war es ihm möglich, eine Lösung seiner Gleichung zu finden, die ein statisches Universum beschreibt. Dann hat er gesagt, ah, super, meine Gleichung war ursprünglich nicht ganz richtig, ich muss sie ein klein wenig korrigieren, aber dann passt es mit den Beobachtungen des Universums passt es zusammen. Denkste. Kurze Zeit später nämlich hat dieser Herr hier, Georges Lemaître, ein belgischer Jesuit, hat festgestellt, dass diese Lösung seiner Gleichung instabil war. Das bedeutet, ein instabiles Gleichgewicht ist, stellen Sie sich vor, Sie haben einen Hügel, einen Berg und Sie legen oben einen Ball drauf. Wenn Sie diesen Ball auch nur ganz leicht, Sie können das irgendwie so arrangieren, dass dieser Ball tatsächlich dort zum Liegen kommt. Aber in dem Moment, wo Sie eine kleine Störung einführen, wo Sie den Ball ganz leicht antippen, rollt der Ball den Berg hinunter. Wenn Sie einen Ball in ein Tal legen, dann ist das ein stabiles Gleichgewicht. Wenn Sie den Ball antippen, rollt er ein bisschen hoch, rollt aber wieder runter und kommt wieder in seinem Gleichgewicht zustande. Das ist ein stabiles Gleichgewicht. Die Lösung, die Einstein gefunden hatte, indem er diese kosmologische Konstante hinzugefügt hat, diese Lösung beschrieb zwar ein statisches Universum, aber leider ein instabiles Gleichgewicht. Und das hat Georges Lemaître herausgefunden. Doof. Das konnte also auch nicht die richtige Lösung sein und da war die Sache dann, da blieb die Sache, ruhte die Sache sozusagen für einige Jahre. Dann kommt noch dieser Mann hier ins Spiel, Vesto Slipher. Der hat nämlich damals Spektren aufgenommen von Galaxien, also von diesen Spiralnebeln. Ein Spektrum ist, wenn man das Licht nimmt und man bricht es auf als Funktion seiner Wellenlänge. Hier sind die Originalaufnahmen. Und aus diesen Spektren konnte er etwas sehr Eigenartiges ablesen, nämlich, dass fast alle Spiralnebeln, die er sich angeguckt hatte, sich von uns wegzubewegen schienen. Also fast alle hatten eine gewisse Geschwindigkeit, mit der sie sich von uns wegbewegten. Das war erstmal recht merkwürdig.
konnte man sich nicht so recht erklären. Und dann wurden diese Beobachtungen von Slipher, der tat sich dann mit Hubble zusammen und seinem Assistenten Humason. Und die haben dann diesen Plot hier gemacht, diese Darstellung, das ist eine der berühmtesten Darstellungen der Astronomiegeschichte. Ist komplett falsch, aber ist trotzdem berühmt. Nein, nicht komplett falsch, aber was hier aufgetragen ist, ist das machen wir mal groß, geht auch noch, ich habe da noch größer. Was hier aufgetragen ist auf der X-Achse, ist die Entfernung von Spiralnebeln. Und was hier aufgetragen, das waren die Messungen, die Hubble gemacht hat. Und was hier aufgetragen ist, ist die Geschwindigkeit, mit der sich Spiralnebel von uns wegbewegen. Das war die Messung von Slipher. Und dann war Hubble ziemlich mutig und hat ihr, das sind die Punkte, die Datenpunkte, und dann war er ziemlich mutig und hat eine gerade Linie durchgezogen. Gut, kann man machen. Nein, und das war dann das so berühmte Hubble'sche Gesetz. Und was dieser Plot aussagt, ist letztendlich nichts anderes, dass das Universum sich tatsächlich ausdehnt. Nachdem ja klar war, dass jeder dieser Punkte eine Galaxie außerhalb der Milchstraße darstellt, zeigte sich eben hier, dass es einen linearen Zusammenhang gab, mehr oder weniger, zwischen der Entfernung einer Galaxie und wie schnell sie sich ausdehnt. Wie schnell sie sich wegbewegt. Und fast alle Galaxien bewegen sich eben von uns weg. Das war nichts anderes als die Entdeckung eines dynamischen, sich ausdehnenden Universums. Und das war ja genau das, was Einsteins Gleichungen ursprünglich vorhergesagt haben. Ein dynamisches, sich ausdehnendes Universum, das ist die heutige Variation davon, also ein Universum, das, wenn man das zurückdenkt, wenn es sich heute ausdehnt, muss es in der Vergangenheit ja in irgendeinem Sinne kleiner gewesen sein. Und das führte dann in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts eben zu der Entwicklung eines der sogenannten Urknalltheorie. Übrigens war das vielleicht noch als kleine Anmerkung dieser Plot war insofern falsch, dass diese Entfernungen alle komplett falsch waren und man sieht ja auch, es sind überhaupt keine Fehlerbalken auf den Datenpunkten. Dafür würde jeder Student heute in einem Praktikumsversuch das Rot dickrot angestrichen kriegen. So kann man auch nicht Physik machen. Aber gut. Die Steigung dieser Geraden, die sagt sozusagen aus, wie schnell das Universum sich bewegt. Ja, das ist einfach die Geschwindigkeit, mit der das Universum sich ausdehnt. Und Hubble hatte das gemessen und hat das veröffentlicht. Und diese Steigung nennt man die Hubble-Konstante. Dieser Wert ist nach Hubble benannt worden. Also wir hatten Hubble den Mann, jetzt haben wir Hubble die Konstante. Und hier ist mal aufgetragen, der Wert, der gemessen wurde für die Hubble-Konstante H0 als Funktion des Datums, wo das publiziert worden ist. Hier oben sind Hubbles Werte, tatsächlich sind wir hier unten. Hubble war falsch um einen Faktor 10 in etwa. Okay, Hubbles, das beweist nur, das, was man da publiziert, muss nicht unbedingt richtig sein, nur die Idee muss stimmen. Ja, also man darf ruhig um Faktor 10 falsch liegen und trotzdem sehr berühmt werden damit. Wenn man das hier unten sich genauer mal anguckt, dann stellt man fest, dass hier so in den 70er Jahren gab es viele Publikationen, die sagten, diese Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums hat ungefähr den Wert 100 in irgendwelchen Einheiten. Und dann gab es ein anderes Camp, die sagten, nein, dieser Wert ist ungefähr 50. Das wurde durch Alan Sandage vertreten und das hier durch Gérard de Vaucouleurs. Und die standen sich sehr erbittert gegenüber, diese beiden, und haben sich da bis aufs Messer bekämpft. 1996 gab es deswegen die große Debatte Teil 2, also die Reprise von 1920, wo die beiden wieder ihre Argumente ausgetauscht haben darüber, ist denn jetzt die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums 100 oder 50? Und man sieht, danach fügten sich die Dinge tatsächlich ein bisschen zusammen. Das hatte aber eben auch damit zu tun, mit diesem Ding hier, das ist Ihnen wahrscheinlich auch allen bekannt, das ist das Hubble-Weltraumteleskop. Also wir hatten Hubble den Mann, Hubble die Konstante, das ist Hubble das Teleskop. Ein Weltraumteleskop, das unter anderem explizit dafür gebaut worden ist, die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums zu vermessen. Übrigens, Hubble ist immer noch im Orbit, zieht immer noch in etwa 500 bis 600 Kilometer seine Bahn. Ist eines der langlebigsten Weltraumteleskope, die wir haben und wahrscheinlich eines der berühmtesten wissenschaftlichen Instrumente überhaupt. So sieht das dann heute aus,
Wenn man mit dem Hubble-Weltraumteleskop jetzt genau den gleichen Plot macht wie vorhin, dann sieht das ungefähr so aus. Übrigens, Hubbles ursprünglicher Plot, was wir gesehen haben, ist dieser Teil, ist nur hier unten. Ja, mittlerweile können wir das über viel größere Entfernungen machen, sehr viel mehr. Und die Antwort ist, wie gesagt, wir hatten zwei Camps, ein Camp 100, das andere Camp hatte 50 und die Antwort ist 72. Liegt genau in der Mitte. So spielt die Geschichte manchmal. So, zurück aber dazu kurz. Also wir haben gesehen, dass das Universum sich tatsächlich ausdehnt und das konnte Einstein natürlich damals nicht wissen, als er seine Gleichung aufgestellt hat. Er konnte das nicht wissen. Damals waren alle der Meinung, dass das Universum ein statisches ist. Aber hätte er doch einfach seinen Gleichungen vertraut, dann hätte er ein dynamisches Universum vorhergesagt. Er hätte einfach seinen Gleichungen vertrauen müssen, dann hätte er eben vorhersagen können, dass das Universum sich ausdehnt. Und diese verpasste Chance, dass er seinen Gleichungen nicht vertraut hat, sondern stattdessen abgeändert hat und diesen Extraterm eingefügt hat, diese verpasste Chance ist genau das, was Einstein damit gemeint hat, als er von seiner größten Eselei gesprochen hat. Dass er dort damals nicht einfach gesagt hat, nein, das sind die Gleichungen, ich weiß, es gibt zwar keinen Hinweis darauf, dass das Universum sich ausdehnt, aber meine Theorie ist richtig und meine Theorie sagt vorher, dass das Universum sich ausdehnen müsste. Hätte er das Mitte der 1910er Jahre gesagt und dann wurde eben, wie gesagt, Anfang der 20er Jahre die Ausdehnung tatsächlich dann beobachtet, was wäre er noch ein größerer Star geworden, als er ohnehin schon war, aber wenn er tatsächlich die Ausdehnung des Universums vorher gesagt hätte. Er hatte es auf der Federspitze und sie ist ihm aber von der Schippe gesprungen, diese Entdeckung oder diese Vorhersage und das war eben die größte Eselei oder das, was er mit der größten Eselei eben dann später meinte. So. Also, wir haben ein ausdehnendes Universum. Wie habe ich mir das jetzt vorzustellen? Welche möglichen, also diese Gleichungen hier von Einstein, die lassen verschiedene Möglichkeiten zu für das Universum. Also wir haben verschiedene Lösungen für das Universum. Wir müssen uns mal ganz kurz das angucken, welche Möglichkeiten es denn für das Universum gibt, welche Möglichkeiten zugelassen werden von Einsteins Gleichungen. Was wir jetzt hier auftragen, ist sozusagen etwas, mittlerer Abstand der Galaxien steht hier, man kann auch das sich denken als quasi die Größe des Universums oder irgendein Maß der Größe des Universums als Funktion der Zeit. Jetzt nicht Zeit von letzte Woche und überall, sondern hier tragen wir jetzt Milliarden von Jahren, werden wir hier gleich auftragen. Und heute sind wir ungefähr hier und wir kennen die Ausdehnungsgeschwindigkeit heute, das ist ja die Hubble-Konstante, das haben wir eben gesehen, ist 72 in diesen Einheiten. So, eine Möglichkeit wäre, dass die Ausdehnungsgeschichte des Universums ungefähr so aussieht. Also sie dehnte sich aus, wurde immer langsamer, bis sie irgendwann aufhört, sich aufzudehnen und quasi bei einer Konstanten bleibt. Eine zweite Möglichkeit, oder zweite und dritte Möglichkeit ist, dass das Universum, man nennt das geschlossen ist, das heißt, dass das Universum genug Masse hat, um diese Ausdehnung anzuhalten, und sogar umzukehren, dass sich das Universum wieder in sich selbst zusammenstürzt. Das ist ein bisschen so, können Sie sich ein bisschen so vorstellen, wie wenn ich diesen Präsenter nehme und wenn ich den hochwerfen würde, je nachdem, was ich dem für einen Kick gegeben habe und vor allem aber auch je nachdem, wie schwer die Erde ist, kommt dieser, in dem Moment, wo der Präsenter meine Hand verlassen hat, fliegt er nach oben, die Erde zieht dran mit ihrer Schwerkraft und wenn ich den nicht stark genug geworfen habe, dann bleibt er irgendwann stehen und fällt wieder zurück. Und das ist genau das, was das Universum macht. Alle Materie im Universum zieht mit ihrer Schwerkraft an aller anderen Materie im Universum und somit verlangsamt es die Ausdehnung, verlangsamt die Schwerkraft die Ausdehnung des Universums. Und wenn das Universum schwer genug ist, wenn genug Masse im Universum ist, dann kann es sogar die Ausdehnung anhalten und umdrehen und das Universum wieder in sich zusammenstürzen zu lassen, wie der Präsenter, der wieder runterkommt. Wenn das Universum nicht genug Masse, nicht genug Schwerkraft sozusagen auf die Waage bringt, dann ist eben nicht genug Kraft da, um diese Ausdehnung anzuhalten. Dann bleibt das Universum eben offen und macht irgendwie sowas hier drüben. Und das ist eben dieser Grenzfall zwischen diesen beiden Möglichkeiten. In den 80er Jahren oder in der Jahrzehnten der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, vor allem so in den 80er, 90er Jahren, wusste man nicht, welche dieser Lösungen denn jetzt tatsächlich der Realität entspricht. Wie ist denn jetzt das Universum? Ist das Universum stark genug sozusagen, um es wieder in sich zusammenfallen zu lassen, oder wird die Ausdehnung des Universums auf alle Zeiten weitergehen? Das Einzige, was man definitiv wusste, ist, dass die Ausdehnung sich auf jeden Fall verlangsamen muss. Das kann ja gar nicht anders sein, weil Schwerkraft
ist ja nur anziehend, ist ja Schwerkraft, ist ja nicht abstoßend, ist ja nur anziehend. Das heißt, die Ausdehnung des Universums muss durch diese anziehende Schwerkraft natürlich verlangsamt werden. Genau wie dieser Präsenter, wenn ich den hochwerfe, egal wie stark ich ihn werfe, auch wenn ich ihn sehr stark hochwerfe, kann er tatsächlich womöglich der Erde entkommen und nicht runterfallen, aber er wird in jedem Fall immer langsamer, denn es zieht ja immer nur was an ihn, das heißt, er wird immer entschleunigt. Wäre schon sehr, sehr merkwürdig, wenn ich dieses Ding hochwerfen würde und dieses Ding würde sich von mir wegbeschleunigen. Da würden Sie alle ziemlich staunen. Und genau das kann natürlich das Universum auch nicht machen, das war natürlich klar. Also müssen diese Kurven alle so rumgekurvt sein, damit sich die Ausdehnung eben verlangsamt. Dann hat man sich eben dran gemacht und hat versucht, das zu vermessen, welche dieser Möglichkeiten denn jetzt der Realität entsprechen. Genau hier, hier kommt man dann an diesem Punkt, wo diese Kurven auf ungefähr Null sind und dann, das liegt halt ein paar Milliarden Jahre zurück, je nachdem, welches dieser Modelle korrekt ist. Wie misst man denn jetzt, welches dieser Modelle korrekt ist? Naja, wir haben gesehen, also diese verschiedenen Ausdehnungsgeschichten, das kann ich versuchen direkt zu vermessen, aber diese verschiedenen Ausdehnungsgeschichten hängen tatsächlich auch mit der Geometrie des Universums zusammen. Also es ist tatsächlich so, dass je nachdem, welcher dieser Möglichkeiten korrekt ist, wir womöglich nicht in einem sogenannten euklidischen Raum leben, sondern in einem gekrümmten Raum. Was ist ein gekrümmter Raum? Naja, ein ganz einfaches Beispiel eines zweidimensionalen gekrümmten Raums ist die Oberfläche einer Kugel. Das ist ein zweidimensionaler Raum und das kann man verallgemeinern in drei Dimensionen, kann man sich nur nicht vorstellen. Auch ich kann mir das nicht vorstellen, kann mir keinen dreidimensionalen gekrümmten Raum vorstellen, aber man kann damit Mathematik machen. Woher weiß ich, ob ich in einem gekrümmten Raum lebe? Naja, in gekrümmten Räumen ist alles ein bisschen anders als in einem normalen, flachen Raum. Zum Beispiel hat die Summe der Winkel eines Dreiecks hat dann nicht mehr 180 Grad. Nicht? In hier im normalen, flachen Raum ist die Summe aller Winkel, das erinnern Sie sich vielleicht noch aus der Schule dran, hat die Summe aller Winkel, der drei Winkel hat 180 Grad, aber in einem gekrümmten Raum ist das nicht der Fall. Also, ich kann eben auch versuchen, die Geometrie des Universums zu vermessen, denn diese Geometrie hängt 1:1 mit der Ausdehnungsgeschwindigkeit, mit der Ausdehnung der Geschichte des Universums zusammen. Gut. Also, da hat man verschiedene Möglichkeiten ersonnen über die Jahre, wie man das eben vermessen kann. Und dann aber so in den 90er Jahren, in der zweiten Hälfte der 90er Jahre, kamen dann eben einige Teams auf die Idee, explodierende Sterne dafür zu benutzen. Explodierende Sterne, sogenannte Supernovae. Was sind Supernovae? Wie gesagt, sind explodierende Sterne. Es gibt zwei verschiedene Möglichkeiten. Das sind Riesenexplosionen, die zum Teil heller sein können als ihre ganze Galaxie. Das hier ist eine Supernova. Das ist ein einzelner Stern, der explodiert ist. Das hier sind ein paar hundert Milliarden Sterne sogar. Und dieses Ding ist fast genauso hell wie dieses ganze Ding. Also eine einzelne Sternexplosion, die so viel Energie abgibt, dass sie quasi eine ganze Galaxie überstrahlen kann. Das ist natürlich schön, weil das bedeutet, sind ja riesig hell, das bedeutet, dass ich diese hellen Dinger über gigantische Entfernungen, also über kosmologische Entfernungen sehen kann. Das ist wunderbar. Die haben auch noch hier ist noch ein anderes Beispiel, das ist eine Supernova, die im Jahr 1054 explodiert ist. Das wissen wir deswegen, dass sie im Jahr 1054 und nicht 53 oder 52 explodiert ist, weil chinesische Astronomen diese Explosion tatsächlich gesehen haben und hingeschrieben haben. Und diese Schriften haben wir heute noch und wir können das mit der Position hier übereinbringen. Das ist sozusagen das Überbleibsel einer solchen Explosion, das ist die Sternenleiche, wenn Sie so wollen, also das Gas, das aus dieser Explosion herausgeschleudert worden ist. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Arten von Supernova-Explosionen und die, von der wir jetzt reden wollen, ist eine ganz bestimmte Art. Das ist nämlich folgende Situation. Man hat hier einen weißen Zwerg, der in einem sehr nah dran mit einem anderen Stern sozusagen zusammenlebt. Die umkreisen sich, diese beiden Sterne, so ein sogenanntes Binärsystem. Und dieser weiße Zwerg ist so nah dran, dass er mit seiner Anziehungskraft sogar Gas von seinem Begleiter absaugt. Nun haben weiße Zwerge die Eigenschaft, die bestehen aus ganz komischer, sogenannter entarteter Materie, schrecklicher Begriff, aber so heißt es. Und diese Sterne haben eine ganz bestimmte Eigenschaft. Es gibt nämlich eine Obergrenze für ihre Masse. Sie dürfen nicht mehr als ungefähr 1,4 Sonnenmassen auf die Waage bringen. Denn wenn sie das tun, werden sie fürchterlich instabil und explodieren. Also dann zündet sozusagen explosionsartig Kernfusion in ihrem Innern und sie explodieren. Deswegen kann kein weißer Zwerg mehr als 1,4 Sonnenmassen wiegen.
Hier sind wir jetzt aber in einer Situation, wo so ein weißer Zwerg eben nicht einsam und alleine vor sich hin lebt, sondern kontinuierlich Materie auf sich versammelt. Und das geht so lange gut, bis eben diese magische Grenze von 1,4 Sonnenmassen überschritten werden. Und dann macht's bumm. Und das Wunderbare an diesen Explosionen ist, die laufen immer gleich ab. Passiert immer dann, diese Explosionen treten immer dann auf, wenn ein weißer Zwerg gerade genau diese Grenze von 1,4 Sonnenmassen erreicht hat. Und das macht diese Explosionen wunderbar miteinander vergleichbar. Das heißt, quasi jede Supernova läuft so ziemlich nach dem gleichen Schema ab. Und das kann man daran sehen, ja, das interessiert uns gar nicht, das kann man daran sehen, wenn man ihre Lichtkurven mal aufzeichnet. Hier sind also die Helligkeit einer Supernova als Funktion der Zeit, also hier ist die Explosion, das Ding wird irre hell und dann im Laufe der Zeit klingt die Helligkeit wieder ab, das Ding wird immer lichtschwächer und lichtschwächer. Und diese Dinge, das sehen Sie schon an diesen Kurven, an diesen farbigen Kurven, die sind sich sehr ähnlich. Der springende Punkt ist an diesen Kurven, ist, dass es eine Verbindung gibt zwischen dieser Distanz hier und dieser Distanz. Also eine Verbindung gibt zwischen der Zeit, die eine Supernova braucht, um abzuklingen, und ihrer absoluten, ihrer intrinsischen Helligkeit. Und das ist jetzt genau wie bei den Cepheiden vorhin, die wir hatten. Das hier, so eine Lichtkurve, kann ich ganz leicht beobachten, muss ich nur die ganze Zeit hinstarren sozusagen mit meinem Teleskop, kann die Helligkeit, die scheinbare Helligkeit, so wie mir das Objekt erscheint, am Himmel auftragen. Aber der Witz ist eben, wenn ich von der Breite dieser Lichtkurve kann ich eben ableiten, wie hell diese Supernova intrinsisch ist. Also wie viel Leuchtkraft, wie viel Energie sie tatsächlich abgegeben hat. Und dadurch kann ich jetzt wieder, ganz genauso wie ich das mit den Cepheiden gemacht habe, Entfernungen messen. Ich weiß jetzt, wie hell meine Kerze ist. Ich weiß, ob das eben eine 50 Watt Kerze oder eine 20 Watt Kerze ist. Und deswegen kann ich die Entfernung messen. Nur, anders als mit den Cepheiden, kann ich jetzt diese Entfernung nicht nur in der Nähe der Milchstraße vermessen, sondern über gigantische Entfernungen, weil diese Supernova eben so irrsinnig hell sind, kann ich sie über kosmologische Entfernungen eben vermessen. Das heißt, ich habe jetzt mit diesen Supernova ein Werkzeug an der Hand, mit dem ich Entfernungen quasi quer durchs ganze Universum vermessen kann. Okay? Und genau das erlaubt es mir eben, quasi die Geometrie des Universums zu vermessen, quasi wie eine Kartografierung, so wie man das im 19. Jahrhundert gemacht hat, als man die Erde kartografiert hat. Genauso kann ich das eben hier mit dem Universum machen und kann dann eben die Geometrie des Universums erschließen und somit eben auch seine Ausdehnungsgeschichte. Gut, das haben eben zwei Teams gemacht. So funktioniert das noch mit den Supernova. Wie finde ich überhaupt so eine Supernova? Naja, ich gehe hin, habe irgendeinen bestimmten Himmelsausschnitt, suche ich mir an und den fotografiere ich immer wieder ab. So sieht es dann an Bild 1 aus. 3 Wochen später komme ich hin, nehme genau das gleiche Bild. Wenn ich die beiden voneinander subtrahiere, voneinander abziehe, dann kriege ich irgendwie vielleicht sowas raus. Da bleibt eben was übrig. Alle anderen hier, werden wunderbar voneinander abgezogen, aber in dieser Galaxie bleibt ein Lichtfleck übrig und das ist dann ein Hinweis darauf, aha, hier hat sich was verändert in dieser Galaxie und wenn der hell genug ist, dann sieht man halt, kann man das womöglich eben als Supernova bestimmen, dann muss man eben noch weiter beobachten, diese Objekte, aber so findet man eben eine Supernova. Das ist beobachtungstechnisch recht aufwendig, man braucht große Teams, man muss im Prinzip rund um die Uhr beobachten, damit einem auch wirklich nichts entgeht, denn so oft passieren solche Supernova-Explosionen nicht. Also man sucht sozusagen die Nadel im Heuhaufen, da muss man schon eine ganze Menge Beobachtungszeit, Teleskopzeit und eine ganze Menge Geduld an den Tag legen. Also, was war denn jetzt die Antwort? Jetzt haben die also diese Beobachtungen gemacht, haben das Universum vermessen und dann, wo 1999 gab es dann endlich die Antwort aus diesem Programm. Also das Ziel war dieser Programme war hier, Datenpunkte auf diesen Graphen zu legen, also welche Ausdehnungsgeschichte entspricht denn der Wirklichkeit? Ist es die, die oder die? Wo kommen die Datenpunkte zum Liegen? Und die Antwort ist da. Da? Da ist ja gar keine Modelllinie. Wie können denn die Daten da liegen? Diese blaue Linie hier, die entspricht der Ausdehnungsgeschichte eines leeren Universums. Also ein Universum, das überhaupt keine Schwerkraft hat, das komplett leer ist. Das dehnt sich so aus. Was diese Datenpunkte aussagen, ist, dass das Universum sich noch leerer als leer ist. Ja? Also es hat sich so ausgedehnt in der Vergangenheit,
also dass es sich eben überhaupt nicht beschleunigt hat, sondern es sich, sich überhaupt nicht entschleunigt hat, sondern im Gegenteil beschleunigen muss. Die einzige Art und Weise, wie ich eine solche, diese Datenpunkte hier erklären kann, ist, indem das Universum irgendwie sowas gemacht haben muss. Das Universum hat sich zunächst verlangsamt, aber jetzt beschleunigt, oder vor kurzer Zeit, relativ kurzer Zeit, vor ein paar Milliarden Jahren, hat das Universum angefangen, sich zu beschleunigen. Die Ausdehnung des Universums beschleunigt sich. Aber wie kann das denn sein? Wir hatten doch eben festgehalten, dass das Universum sich auf jeden Fall verlangsamt, die Ausdehnungsgeschwindigkeit sich doch auf jeden Fall verlangsamen muss. Wie, ne, denken Sie an den Präsenter, wenn ich den hochwerfe, wird der immer langsamer. Der kann sich unmöglich schneller von mir wegbewegen. Aber genau das macht das Universum. Die Ausdehnungsgeschichte des Universums, die Ausdehnung des Universums beschleunigt sich. Das ist vollkommen verrückt. Das kann überhaupt nicht sein, eigentlich. Aber die Beobachtungen legen das an den Tag und legen das nahe. So muss es eigentlich sein. Was bedeutet das? Also wir haben irgendwelche solche Geschichten hier. Es kann, das heißt noch nicht, sagt noch nicht unbedingt darüber was aus, wie das Universum einmal enden wird. Aber in jedem Fall leben wir im Augenblick in einer Phase, in der das Universum sich beschleunigt ausdehnt. Wie kann ich das erklären? Es gibt im Prinzip zwei Ansätze. Der erste Ansatz sagt, dass, naja, vielleicht verstehen wir ganz grundlegend etwas nicht über Schwerkraft. Ja, also das alles, diese Lösung hier, das hat ja alles mit Einsteins allgemeiner Relativitätstheorie und mit unserem besten Verständnis von Schwerkraft, das wir heute haben, zu tun. Und vielleicht ist es einfach so, dass diese Theorie auf diesen ganz großen Skalen einfach nicht stimmt. Also sind wieder da, wo Einstein 1915 schon war. Meine, diese Gleichung, vielleicht funktionieren diese Gleichungen tatsächlich nicht im Universum, auf diesen ganz großen Skalen. Funktioniert alles super im Sonnensystem. Aber auf diesen ganz großen Kosmologen, und natürlich im Labor funktioniert es auch super, und wenn ich beschreiben will, wie ein Apfel vom Baum fällt, das funktioniert alles super, aber mehr, vielleicht auf diesen ganz großen Skalen des Universums, vielleicht funktioniert es da ja eben nicht. Das ist Erklärungsmöglichkeit Nummer eins, wir verstehen Schwerkraft nicht. Erklärungsmöglichkeit Nummer zwei, Ansatz ist, es gibt etwas im Universum, eine Form von Energie, die unglaublich merkwürdige Eigenschaft hat, dass sie einen negativen Druck ausübt. Und diese, damit kann man tatsächlich Schwerkraft sozusagen abstoßend machen. Wenn es eine solche Energieform gibt, die einen negativen Druck hat, dann, dann kann ich eben Schwerkraft abstoßend machen und damit kann ich eine beschleunigte Universum des Universums hinkriegen. Problem damit ist, dass es in unserem Verständnis von Physik, in unserem Verständnis von Teilchenphysik, für eine solche Energieform keinen Platz gibt. Wir wissen nicht, was das denn sein soll. Was sollte denn diese sogenannte dunkle Energie, so nennen wir sie, weil wir keinen besseren Namen dafür haben, was sollte denn diese dunkle Energie, was für eine Art von Teilchen oder was für ein Feld in der Teilchenphysik soll das denn sein? Wir haben keinen Anhaltspunkt davon. Im Gegenteil, wenn ich versuche, auf der Grundlage von grundlegenden physikalischen Prinzipien, die wirklich nicht zur Diskussion stehen, wenn ich auf dieser Grundlage versuche, vorherzusagen, welche Eigenschaften denn so eine dunkle Energie haben sollte und wie viel es davon eigentlich geben sollte im Universum, dann kommt eine Zahl raus, die um einen Faktor 10 hoch 42 zu groß ist. Also zu groß im Vergleich zu dem, was eben die Beobachtungen aussagen. Katastrophale Vorhersage. Die schlechteste Vorhersage der Geschichte der Physik. Ja? Aber so ist es. Also wir haben diese beiden Möglichkeiten und keine dieser beiden Möglichkeiten funktioniert. Also wir haben die Möglichkeit, entweder stimmt die allgemeine Relativitätstheorie nicht, das wissen wir sowieso, dass sie nicht stimmt, weil sie keine Quantentheorie ist, aber das hat damit nichts zu tun. Also ich darf auch nicht täuschen. Also die stimmt auf ganz großen Skalen nicht. Oder es gibt diese merkwürdige Energieform im Universum, die wir dunkle Energie nennen, die aber überhaupt keinen Platz im Standardmodell der Physik hat, die wir einfach in die Teilchenphysik nicht eingliedern können. Gut. Das wäre alles für uns Kosmologen oder Astronomen, wäre das noch hinzunehmen, schieben das Problem auf die Teilchenphysiker, sollen die sich doch damit rumschlagen. Das Dumme ist jetzt nur, man könnte jetzt meinen, naja, wie kann mich ja mal fragen, wie viel von dieser merkwürdigen dunklen Energie brauche ich denn, um diese Beobachtung des beschleunigten Universums erklären zu können? Vielleicht ist es ja nur ein ganz bisschen dunkle Energie, dann brauchen wir uns vielleicht nicht so viel Gedanken darüber zu machen, dann können wir es unter den Teppich kehren und wie gesagt lassen die Teilchenphysiker sich daran die Köpfe zerbrechen. Aber es stellt sich eben heraus, dass dem leider nicht so ist. Es ist eben nicht nur ein verschwindend geringer Anteil von dunkler Energie. Wenn dunkle Energie tatsächlich die richtige Erklärung für diese beschleunigte Ausdehnung ist, dann macht sie in etwa fast knapp 70% der gesamten Energiedichte des Universums aus.
Also, wir haben im Universum normale Materie, aus denen Sterne bestehen, Planeten, Sie und ich bestehen. Wir haben noch die dunkle Materie, von der rede ich jetzt mal gar nicht. Die macht auch eine ganze Menge aus. Die normale Materie macht nur etwa 5% aus. Wir haben diese dunkle Materie. Aber der Löwenanteil des Universums besteht, wenn das denn tatsächlich die richtige Erklärung ist, aus dieser merkwürdigen dunklen Energie. Übrigens, von dunkler Materie wissen wir auch immer noch nicht, was es ist. Das heißt, wir sind in der unglücklichen, etwas peinlichen Situation, dass wir von 95% des Universums nicht verstehen, was es ist. Ist insofern auch ganz gut, weil es uns Jobs garantiert, uns Forschern, aber wir wissen halt nicht, was das ist. Wir verstehen tatsächlich nur, im Sinne von Teilchenphysik, verstehen wir tatsächlich nur den Ursprung von etwa 5% der Materie im Universum. Und den Rest, die restlichen Energieformen, schwimmen wir ziemlich im Dunkeln. Haha, lustig. Gut, was machen wir jetzt? Naja, die einzige Möglichkeit, die wir haben, die einzige Vorhersage oder sozusagen das einzige Smoking Gun, das wir haben für diese dunkle Energie, ist tatsächlich die Ausdehnungsgeschichte des Universums. Also, dass die sich eben anders verhält als ursprünglich gedacht. Und das Einzige, was uns im Augenblick als beobachtende Astronomen übrig bleibt, ist, diese Ausdehnungsgeschichte zu versuchen, immer noch viel, viel genauer zu vermessen, als das eben mit diesen Supernova, die ich Ihnen eben gezeigt habe, bisher möglich gewesen ist. Und das ist quasi das große Programm der beobachtenden Kosmologie im Augenblick. Fast jeder Kosmologe ist ein schönes Wort. Kollege, Kosmologe, Kollege. Also alle Kosmologen arbeiten daran, im Prinzip diese Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums noch besser zu vermessen, viel genauer zu vermessen, um zu versuchen, ob wir daraus dann nicht ein besseres Verständnis für die Eigenschaften dieser dunklen Materie, dieser dunklen Energie ableiten können. Übrigens ist das Merkwürdige, und da kommt jetzt wieder Einstein mit seiner großen Eselei ins Spiel, wenn die einfachste Art und Weise, um mathematisch diese dunkle Energie auszudrücken, das einfachste mathematische Modell ist genau diese kosmologische Konstante, die Einstein 1915 eingeführt hat. Es ist ein vollkommen verrückter Twist in der Geschichte der Astronomie und der Kosmologie, dass Einstein aus völlig falschen Gründen einen Term in seine Gleichung eingefügt hat, den dann wieder verworfen hat, diese Verwerfung als seine größte Eselei bezeichnet hat und war auch einer seiner größten Blunders. Nur, dass wir 100 Jahre später entdecken, sie hat womöglich doch ihre Daseinsberechtigung. Denn alle Messungen bisher, die wir ausführen konnten, sind vollkommen konsistent mit genau dieser Formel. Wir können immer noch nicht erklären, was es sein soll im Sinne der Teilchenphysik wissen wir immer noch nicht, was das sein soll. Aber mathematisch und in den Modellen für die Ausdehnungsgeschichte passt das haargenau. Okay, also womöglich hatte Einstein eben doch recht mit dieser Konstante in einer spooky, sehr unheimlichen Form, Art und Weise, dass er tatsächlich 100 Jahre vor der Entdeckung der beschleunigten Ausdehnung des Universums irgendwie vorhergesagt hat, sozusagen, dass dieser Term womöglich eben doch in seinen Gleichungen seine Berechtigkeit hat. Ist natürlich fast ein bisschen unheimlich. Diese Entdeckung der beschleunigten Ausdehnung ist eben so verrückt, wie ich Ihnen hoffentlich, wie Sie jetzt alle hoffentlich gesehen haben, dass Sie, müssen Sie eigentlich alle von den Sitzen reißen. Also wir haben ja ein Problem, wie gesagt, das entweder gibt es diese mysteriöse dunkle Energie, von der wir nicht wissen, was es sein soll, oder die allgemeine Relativitätstheorie stimmt nicht. In jedem Fall sind wir damit konfrontiert, dass uns die Ausdehnungsgeschichte damit zeigt, dass es hier Physik gibt, die wir nicht verstehen, die außerhalb unseres augenblicklichen Verständnisses ist von der Physik. Das passt einfach nicht zusammen. Wir haben hier neue Physik. Wo die Lösung sein wird, wissen wir noch nicht, aber wir haben auf jeden Fall neue Physik. Und das ist auch der Grund, warum es für diese Entdeckung, für diese drei Herren hier einen Nobelpreis gab in Physik. 2011, ne? Ja, genau, 2011 gab es dafür den Nobelpreis, weil es einfach, wie gesagt, wir es hier mit neuer Physik zu tun haben. Das war ganz spannend. Ich kenne einige Leute hier aus dem Team von Brian Schmidt hier,
ein Amerikaner, der in Australien forscht, auch übrigens ganz interessant. Also die beiden gehören zusammen, die waren in einem Team, Adam Rees und Brian Schmidt. Der hier war eigentlich Teilchenphysiker und das war ein Astronom und das war ein Teilchenphysiker. Also es gab diese zwei Teams, die diese Supernova-Beobachtung gemacht haben, das waren Teilchenphysiker, das sind Astronomen und die hatten ganz verschiedene Herangehensweisen. Das wird heute von Wissenschaftssoziologen studiert, welche unterschiedlichen Teamdynamiken die hatten, wie die an die Beobachtung rangegangen sind, ist auch ganz wissenschaftshistorisch auch ganz interessant. So, was machen wir denn jetzt? Jetzt haben wir also diese blöde Situation. Was können wir als beobachtende Kosmologen denn da tun? Ja, also jetzt, es gibt tatsächlich noch ein paar andere Arten und Weisen, auf die ich irgendwie versuchen kann, die Ausdehnungsgeschwindigkeit des Universums zu vermessen. Und die eine hat damit zu tun, hat mit der Verteilung von Galaxien im Universum zu tun. So, was sehen wir denn hier? Wir sehen hier, jeder bunte Punkt hier ist eine Galaxie. Okay? Also ich habe eine riesige Galaxie, bestehend aus Hunderten von Milliarden von Sternen, reduziere ich hier auf einen einzelnen Punkt auf diesem Plot. Und wir sitzen hier in der Mitte, gucken nach außen, das ist also die Entfernung von uns und das ist einfach hier irgendwie der Winkel am Himmel sozusagen. Und was wir hier sehen, ist, dass diese Punkte nicht irgendwie zufällig verteilt sind, auch nicht gleichmäßig verteilt sind. Die Galaxien bilden Strukturen aus. Sie bilden großräumige Strukturen aus auf riesigen Skalen. Hier sieht man es quasi fast wie so eine Wand hier. Und in diesen Strukturen, wie diese Strukturen entstehen, darin sitzt eine ganze Menge Information über die Ausdehnungsgeschichte des Universums. Insbesondere gibt es eben in diesen Strukturen eine bevorzugte Längengröße, eine bevorzugte Skala. Und diese bevorzugte Skala kann man tatsächlich ausrechnen. Diese bevorzugte Skala findet sich sowohl in der kosmischen Hintergrundstrahlung, habe ich bisher gar nicht erwähnt, aber ist auch egal eigentlich, und eben in der Galaxienverteilung. Man kann ausrechnen, wie groß diese bevorzugte Skala denn ist. Das sind etwa, wenn Sie es genau interessiert, etwa 128 Megaparsec. Kann ich ausrechnen. Und das sehe ich sowohl hier als auch hier am Himmel. Das heißt, ich habe jetzt hier nicht den Fall einer Standardkerze, sondern jetzt habe ich den Fall eines Standardlineal sozusagen. Ich habe eine Größe am Himmel, von der ich die physikalische Größe kenne, also in Kilometern zum Beispiel, und ich kann am Himmel jetzt messen, wie groß sie mir dann am Himmel erscheint, wie viel Grad sie sozusagen diese Größenordnung am Himmel einnimmt. Und diese beiden Dinge, Informationen kann ich zusammensetzen, um wiederum Entfernungen zu messen. Ja, das ist also, ich habe also hier dieses Lineal, das kann ich so erstmal nahe beobachten, ich kann es sehr weit weg beobachten und daraus kann ich eben Entfernungen ableiten aus diesem Winkel und dem Wissen darum, wie groß dieses Lineal denn tatsächlich ist. Also diesmal habe ich keine Standardkerze, sondern ein Standardlineal, von dem ich eben weiß, aha, es ist eben 6 Zoll in dem Fall. Und wenn ich das weiß, dann kann ich eben, sagt mir der Winkel, unter dem mir dieses Lineal erscheint, sagt mir dann, wie weit weg das ist. Also wiederum genau das gleiche wie bei den Supernova, anhand der Galaxienverteilung, anhand diesen statistischen Messungen, wie Galaxien im Raum verteilt sind, kann ich wieder Entfernungen messen und kann den Raum eben vermessen. Das Gleiche, was Ähnliches, kann man dann noch mit einem ganz anderen Effekt machen, mit dem Gravitationslinseneffekt. Da springe ich jetzt aber ein bisschen drüber im Interesse der Zeit. Das hatten wir eben schon. Achso, um Galaxien zu vermessen, braucht man große Durchmusterungen des Himmels. Man muss vermessen, die Entfernung zu diesen Galaxien messen mit Spektroskopie. Hier, das heißt hier mal so dargestellt, hier sind riesige Himmelsdurchmusterungen, die größten, die bisher gemacht worden sind. Hier sind ich glaube, ca. 1,5 Millionen Galaxien hier. Diese orangenen Streifen, das ist an einem Projekt, an dem ich auch sehr viel mitgearbeitet habe. So kartografieren wir und vermessen mittlerweile einen Gutteil des Universums und um uns herum. Übrigens ist das so immer so zweigeteilt, weil hier in der Mitte, das ist die Ebene der Milchstraße und durch die Milchstraße kann ich so schlecht rausgucken, weil in der Milchstraßenebene ist so viel Staub, da kann ich schlecht nach draußen gucken. Deswegen guckt man, wenn das die Ebene der Milchstraße ist, gucke ich entweder nach oben oder nach unten, aber nie in der Ebene. Das heißt, den extragalaktischen Himmel sehe ich immer quasi nur die Hälfte davon und dieser Teil ist sozusagen ausgeblockt durch die Milchstraße, deswegen sieht das immer so aus. So. Solche Himmelsdurchmusterungen, da sind wir kurz davor, Riesenschritte zu machen und das noch viel größer und professioneller zu machen, als wir es in der Vergangenheit gemacht haben. Ein Teleskop, das dazu irrsinnig beitragen wird, ist das sogenannte LSST, das Large Synoptic Survey Telescope. Ist gerade im Bau, soll mal so aussehen, das wird in Chile gebaut.
Das hat eine gigantische Kamera hier, die sehen wir gleich noch, die größte digitale Kamera, die jemals gebaut worden ist. Es ist ein 8-Meter-Teleskop, der Hauptspiegel hat 8 Meter im Durchmesser. Und der sieht, hier sieht man, war im Prozess, oder der Prozess, wo als dieser Spiegel geschliffen wurde. Das Witzige ist, dieser Teil ist der Primärspiegel und dieser Teil ist tatsächlich der Tertiär, der dritte Spiegel, der wird aber aus einem Stück Glas gebaut. Also hier habe ich eine andere Krümmung im Glas als hier, eine ganz clevere Angelegenheit, um ein bisschen Kosten zu sparen. Das hier ist die Kamera, die Digitalkamera. Diese Kamera, lassen Sie mich nicht lügen, hat 3,2 Milliarden Pixel. Okay, das ist die größte Kamera der Welt. Also hier diese kleinen Quadrate, die Sie sehen, sind alles CCDs, alles Detektoren. Das ist eine gigantische, also ist natürlich nur ein Modell hier, ist nicht wirklich die Kamera, ist eine gigantische Anzahl von Detektoren, kostet irrsinnig viel Geld, dieses Ding. Und davor sitzen hier Linsen. Wissen Sie, wir haben mal vor 100 Jahren angefangen, Spiegelteleskope zu bauen, weil große Linsen so schwierig herzustellen ist. Große Linsen verbiegen sich unter ihrem eigenen Gewicht. Und jetzt bauen wir wieder große Linsen, um solche Kameras möglich zu machen. Das ist ein bisschen schizophren, aber das ist das, wo uns die Wissenschaft hinführt und was wir tatsächlich brauchen. Hier sieht man, wo das LCST gebaut wird, in Chile auf dem Cerro Parchon. Geht schon ganz gut und soll 2022 mit den Beobachtungen losgehen. Und diese Kamera, dieses Teleskop wird in der Lage sein, quasi einmal pro Woche den gesamten südlichen Himmel abzulichten. Okay. Wird also gigantische Durchmusterungen des Südhimmels machen, um eben diese Galaxien zu sammeln, um genau eben diese Galaxiendurchmusterung zu machen, um genau das zu machen, was ich eben erklärt hatte, um die Verteilung der Galaxien im Raum zu bestimmen. Unter anderem machen auch noch andere Sachen, aber das ist eines der hauptwissenschaftlichen Ziele. Wir bauen auch neue Weltraumteleskope. Hier ist Euclid, ein europäisches Programm der Europäischen Weltraumagentur ESA, die im Prinzip so etwas Ähnliches machen wird, nur ein bisschen anders. Man muss es nicht nur mit optischen Teleskopen machen, man kann es auch im Radio-Wellenlängenbereich machen. Hier ist das Zukunftsprojekt der Kollegen aus der Radioastronomie, SKA, Square Kilometer Array. Hier geht es darum, ein Radiointerferometer zu machen mit einer Gesamtsammelfläche von etwa einem Quadratkilometer. Das entsteht zum Teil in Westaustralien und zum Teil in Südafrika also soll dort entstehen, das ist im Augenblick noch geplant. Jetzt will ich aber zum Schluss baue ich nochmal Ihre gesamte Konzentration. Müssen Sie nochmal, es ist schon ein langer Abend, langer Tag gewesen, aber jetzt müssen Sie sich nochmal voll konzentrieren. Denn ich will noch auf eine andere Art und Weise zu sprechen kommen, wie man die Ausdehnungsgeschichte des Universums noch vermessen kann. Das liegt mir nämlich selbst sehr am Herzen. Wir können vermessen, was können wir von der Ausdehnung des Universums tatsächlich vermessen? Wenn eine weit entfernte Galaxie vor etwa 5 Milliarden Jahren einen Lichtstrahl in meine Richtung schickt und ich diesen Lichtstrahl heute einfange mit meinem Teleskop, dann hat sich in der Zwischenzeit das Universum ein Stück weit ausgedehnt. Und zwar ein ziemliches großes Stück weit ausgedehnt. Also größer. Und der Witz ist, dass dieser Lichtstrahl, Licht kann ich mir als elektromagnetische Welle denken, und diese elektromagnetische Welle dehnt sich genauso aus, wie das Universum sich ausdehnt. Das heißt, wenn dieser Lichtstrahl bei mir ankommt, dann ist die Welle gedehnt im Vergleich dazu, wie sie abgeschickt wurde. Und diese Dehnung kann ich vermessen, das nennt man die Rotverschiebung, weil das hat was mit der Farbe des Lichts zu tun, je länger die Welle ist, desto röter ist das Licht. Und diese Rotverschiebung, das kann ich ganz leicht messen, das ist eben genau das Verhältnis von der Größe des Universums heute und der Größe des Universums, als das Licht ausgesandt wurde. Also stellen wir uns vor, damals war das Universum so groß, vor 5 Milliarden, heute haben sich alle Abstände zwischen irgendwelchen zwei Punkten genau verdoppelt, also ist die Rotverschiebung genau 2. Jetzt haben wir genau das gleiche Bild. Das oben hier ist genau das, was ich Ihnen eben gezeigt habe. Und hier unten, nehmen wir mal an, also vor 5 Milliarden Jahren, und dann 5 Jahre später schickt diese gleiche Galaxie mir einen zweiten Lichtstrahl zu mir. Der kommt bei mir nicht heute plus 5, sondern plus 10 Jahre an. Das hat was mit Zeitdilatation zu tun, gehört jetzt nicht hierher, ist egal. Glauben Sie es mir einfach, ist so. Kommt also dann in 10 Jahren an. Und der Witz ist, weil eben das zeitlich alles so ein ganz bisschen verschoben ist, im Vergleich zu da oben, ist die Ausdehnung des Universums zwischen hier und hier ein ganz klein bisschen anders, als sie zwischen hier und hier war. Das heißt, hatte ich genau einen Faktor 2 zwischen 4 cm und 2 cm. Jetzt habe ich 4,00003, was auch immer, und 2,0001, was auch immer. Dieser Unterschied, also dieses Verhältnis ist nicht mehr genau 2. Das heißt, im Verlauf dieser 10 Jahre hat sich die
Rotverschiebung, die ich ja leicht messen kann, dieser Galaxie ein ganz klein bisschen verändert. Okay? Und aus diesem Effekt, aus diesem dieser Veränderung der Rotverschiebung über einen Zeitraum von etwa 10 Jahren, kann ich die Ausdehnungsgeschichte des Universums hervorragend rekonstruieren. Das ist sogar die allerbeste Form, wie ich es machen kann, die eleganteste Form und in einem gewissen Sinne auch die leichteste Art und Weise, wie man eine solche Messung machen kann. Das heißt, alles, was ich tun muss, ich muss mir ein Objekt raussuchen, oder am besten mache ich es mit mehreren Objekten bei verschiedenen Entfernungen, gucke mir ein paar Objekte an, observiere sie heute und dann komme ich in 10 Jahren wieder, beobachte sie nochmal, messe wieder die Rotverschiebung und vergleiche die Rotverschiebung miteinander. Hört sich einfach an. Das überspringe ich mal, wie man das macht. Das kann man auf verschiedene Art und Weise machen. Und hier ist eine kleine Simulation. Hier sieht man ein Spektrum, ganz viele Absorptionslinien sieht man in diesem Spektrum. Und was ich jetzt mal kurz zeigen will, ist eine kleine Simulation sozusagen dieses Effekts, worauf Sie jetzt achten müssen, ich blinke jetzt hin und her, worauf Sie jetzt achten müssen, ist, wie Sie sehen, dass all diese Linien ein kleines bisschen hin und her springen. Dieses kleine bisschen hin und her springen ist genau diese Veränderung der Rotverschiebung. Also die beobachteten Wellenlängen dieser Spektrallinien verändern sich ein ganz kleines bisschen hin und her. Gucken Sie mal genau hin. Wenn Sie genau hinsehen, sehen Sie, dass das alles so ein kleines bisschen hin und her springt. Richtig? Das ist ja einfach zu messen. Wenn Sie das sogar sehen können, dann ist das ja eine ganz einfache Messung. Warum hat denn das noch keiner gemacht? Kann nicht so schwer sein. Nur heute mache ich ein Spektrum, gehe heute Abend noch raus, hole mir ein Spektrum, komme in 10 Jahren wieder und messe das nochmal. Naja, was in dieser Simulation ich angenommen habe für die Zeit zwischen der ersten und der zweiten Beobachtung, war nicht 10 Jahre, sondern 1 Million Jahre. Das heißt, der Effekt, den ich Ihnen gerade gezeigt habe, den Sie mit bloßem Auge sehen konnten, ist 100.000 Mal größer als der Effekt, den ich in 10 Jahren bekommen würde. Also in 1 Million Jahre war der Effekt so groß, wie das Sie gerade gesehen haben. Das bedeutet, dass in 10 Jahren der Effekt 100.000 Mal kleiner sein würde. Das ist natürlich ein Problem. Also ich kann natürlich versuchen, 1 Million Jahre lang zu beobachten, aber da spielt die DFG nicht mit, solange will mich keiner finanzieren. Aber also das heißt, ich muss versuchen, das irgendwie in 10 Jahren hinzukriegen. Und das ist eben das bedeutet, dass dieser Effekt winzig, winzig klein ist. Und da liegt natürlich auch genau der Grund, warum es bisher noch niemand gemacht hat, weil es eine irrsinnig schwierige Messung ist. Und für diese Messung das geht mit heutigen Teleskopen, geht diese Messung nicht. Diese Teleskope können noch nicht genug Licht einsammeln, um so präzise Messungen zu machen. Das hier sind 4 8-Meter-Teleskope der Europäischen Südsternwarte in Paranal, das war das Observatorium, das Sie gerade auf der allerersten Slide gesehen haben, 4 8,2-Meter-Teleskope und die sind noch nicht groß genug, um diese Messung zu machen. Wir brauchen noch was Größeres und zum Glück bauen wir was Größeres, nämlich das Europäische Extremely Large Telescope, das seit Montag gar nicht mehr so heißt. Das heißt nicht mehr European Extremely Large Telescope, jetzt heißt es nur noch Extremely Large Telescope. Übrigens, das, was Sie eben gesehen hatten, das war das Very Large Telescope und das hier ist das Extremely Large Telescope. Wo soll das noch hinführen? Dieses Teleskop soll eines Tages, das hatten wir jetzt gerade, soll mal so aussehen, das entsteht in Chile gerade, dazu gleich noch mehr. Dieses Teleskop wird mit Abstand das größte Teleskop der Welt, optische und Infrarotteleskop der Welt sein. Es wird einen Durchmesser von ungefähr 39 Metern haben. Das ist deutlich größer als dieser Raum. Also der Primärspiegel hat einen Durchmesser von 39 Metern. Damit ist es etwa ein Faktor 4 größer als alle existierenden Teleskope, die wir heute so auf der Welt haben. Gucken wir mal, werfen wir einen ganz kurzen Blick rein. Ich weiß, es ist spät, ich muss zum Ende kommen. Ganz kurzen Blick reinwerfen, so soll das Ganze mal aussehen. Hier eben der Hauptspiegel. Diese Plattformen, die beherbergen die Instrumente, die das Licht einsammeln. Und diese Plattform, nur mal so, man sieht es hier an den Männchen, das ist ungefähr so groß wie ein Tennisplatz hier. In fact, so eins von den 8-Meter-Teleskopen, die ich Ihnen gerade gezeigt habe, davon hätte eins hier drauf Platz. Okay, so groß, das sind die Skalen hier. Das Ganze ist voll beweglich, bewegt sich etwa 3000 Tonnen Stahl, die hier drin verbaut werden. So soll das mal aussehen, also das Ganze drumherum weggeschält, damit man hier den Lichtgang sieht. Also das Licht kommt von oben auf den Primärspiegel, auf den ersten Spiegel, dann kommt hier der Sekundärspiegel, dann gibt es hier unten einen dritten drin, einen vierten und dann schließlich wird das Licht nach draußen geschickt und von den Instrumenten aufgefangen werden. Sieht ein bisschen kompliziert aus, hat aber seine Gründe, warum es so gemacht worden ist. Und die Dimensionen sind groß. Der Sekundärspiegel hier hat 4,2 Meter. Wie gesagt, heute haben wir so
8 bis 10 Meter Teleskope. Und die Generation an Teleskopen, die wir davor hatten, das war so die 4 Meter Generation. Jetzt machen wir ein Teleskop von vor 2 Generationen. Ein 4 Meter Teleskop wird jetzt zum Sekundärspiegel meines neuen Teleskops. Das sind die Sprünge, die wir hier machen. Das ist wirklich gigantisch. Wo soll das Ganze gebaut werden? Wieder in Chile, weil da die Bedingungen einfach unglaublich gut sind, hier an diesem Standort an der Küste in der Nähe von Antofagasta. Und zwar ganz in der Nähe des existierenden Paranal-Observatoriums, in etwa 23 Kilometer hier auf diesem Berg Cerro Armazones entsteht das Teleskop jetzt. So sieht die Bergspitze heute aus. Der sah natürlich vorher nicht so aus, dieser Berg. Der sah ganz natürlich aus, aber wir mussten ihn Kopf kürzer machen. Etwa von 3084 auf 3048 Meter ist er runtergestutzt worden, denn wir brauchen hier oben eine Fläche, die etwa so groß ist wie 2 Fußballfelder für die Konstruktionsarbeiten, um dieses Teleskop zu bauen. Hier die ganze Straße wurde neu gebaut, um da hoch zu bauen. Das ist jetzt alles im vollen Gange. Hier sieht man in der Distanz noch, also hier drüben, hier drüben rechts am Rand, da ist das Paranal-Observatorium, also in unmittelbarer Nähe. Also die Site ist schon mal fertig jetzt gab es vor etwa 2 Wochen, man sieht es hier, First Stone, also die Grundsteinlegung sozusagen, auch für Chile eine große Angelegenheit. Das hier ist der Generaldirektor der ESO, Tim de Zoo, aber es ist auch für Chile eine große Angelegenheit, denn das hier erkennt man daran, das hier ist die Präsidentin von Chile. Okay, selbst die Präsidentin kommt zu so einem Event. Chile hat von den ganzen Teleskopen, den ganzen Observatorien, die in Chile gebaut worden sind, doch sehr profitiert, und die chilenische Astronomie ist total explodiert, denn die Chilenen, so ist immer der Deal zwischen allen Organisationen und Chile, Chile bekommt von jedem Teleskop, das in Chile steht, 10% der Zeit. Das ist mal eine ganze Menge. Und damit kann man schon eine ganze Menge anfangen. Übrigens wird fleißig gebaut, was Sie hier in den Straßen von Mainz sehen. Ich sprach eben von dem Sekundärspiegel, von dem 4,2 Meter Sekundärspiegel. Der ist da drin. Der ist schon gegossen worden, dieser Sekundärspiegel. Also zumindest das rohe Glas ist sozusagen gegossen worden. Das ist von Schott in Mainz gemacht worden. Und hier wird das Ding durch die Mainzer Innenstadt transportiert, um nämlich von seinem Schmelzwerk zu einem anderen Werk von Schott innerhalb von Mainz transportiert wird. Und wenn man den Deckel aufmacht, dann sieht man so, das ist noch glühend heiß. Das dauert jetzt einige Wochen, bis das Ding abgekühlt ist. Dann wird es nochmal aufgeheizt. Jedenfalls hinterher besteht dieses Ding aus einer Glaskeramik, die Eigenschaft hat, dass sie sich unter Temperaturänderung kein Stück ausdehnt, kein bisschen, sogar Zero Dur. Das ist genau die Eigenschaft, die man eben von Spiegeln hat, wenn einfach es tagsüber wärmer ist und als nachts und sich im Laufe einer Nacht die Temperatur ändert, dann darf sich so ein Spiegel nicht ausdehnen, nicht verändern, der muss exakt seine Form behalten. Also, wir machen Fortschritte. Das ELT befindet sich im Bau. Wir hatten die Grundsteinlegung. Sie haben den Berg gesehen. Hier sehen wir jetzt die ersten Spiegel, das erste Glas, das tatsächlich gegossen wird. Es passiert also tatsächlich etwas. Und also in guter Hoffnung, dass das ELT tatsächlich Realität wird. Es soll 2024, soll es seine ersten Beobachtungen aufnehmen. Ist also noch ein bisschen hin. Aber wir sind guter Dinge, dass das tatsächlich Realität wird und dass sich eben das ELT dazu beitragen wird mit dem Experiment, das ich Ihnen eben beschrieben habe, um eben dieser beschleunigten Ausdehnung und womöglich eben der dunklen Energie auf die Schliche zu kommen und zu verstehen, was denn genau die physikalische Natur dieser dunklen Energie ist. Und dass sich eben das ELT einreihen wird in diese Reihe von anderen Großteleskopen, die alle mehr oder weniger explizit mit dem Ziel gebaut werden, eben die beschleunigte Ausdehnung des Universums zu verstehen. Das ist für das ELT nicht der Fall. Das ELT hat größere oder auch viele andere Fragestellungen in der Astronomie, die es beantworten will. Aber eben, ich hoffe, dass ich es auch dafür noch benutzen kann, um eben dieser Beschleunigung des Universums auf die Schliche zu kommen. Okay, damit komme ich zum Ende. Vielen Dank.